Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass 2/3 meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu Clash of Clans. Ja, wir wurden hier vorhin angegriffen. Kein Wunder, guckt euch mal meine Lager an. Die sind komplett voll. Und die haben meinen Drachen mitgenommen. Toll. Ja, hier haben wir noch 750.000 Elixier. Das werden wir auch gleich verwenden. Wir haben hier wirklich eine ganze Menge an Loot. Deshalb würde ich sagen, schade. Ich hätte gerne den Drachen verbessert. Moment, der braucht 200.000. 2 Millionen. Das heißt, wir müssen einfach nur 400.000 ausgeben. Dann holen wir uns das hier. Und dann sollten wir es schaffen. Also 400.000. Irgendwas für 400.000? Nein. Wir haben was für 500.000. Oder 240. Ja, jetzt können wir es einsammeln. Und holen wir uns den Drachen auf Level 2. Unser ganzes Elixier ist jetzt schon weg. Mit dem Gold können wir mal den Magierturm verbessern. Oder wir verbessern 10 Mauern. Machen wir einfach erst mit 10 Mauern. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Haben direkt nochmal ein paar Punkte geholt. Sehr viel weit reicht das nicht. 130 Punkte dafür. Gebäudeverbesserung. Da bin ich gerade dabei. 2 Kanonen könnte ich verbessern. Jetzt kann ich natürlich nicht mehr den Magierturm verbessern. Mist. Verbessern wir nochmal den Bogenschützenturm. Und ich glaube, wir holen uns trotzdem den Magierturm. Ja. Und jetzt habe ich immer noch Gold, kann es aber nicht mehr ausgeben. Ja. 6660 Dunkles. Also muss ich mein Lager noch nicht verbessern. Dann kann ich den Barbarenkönig noch bald auf 2 bringen. Ich würde sagen, haben wir noch einen Produktionsschub rein. Weil, warum nicht? Und hier haben wir auch mal ein bisschen was rein. Erstens, weil wir es können. Zweitens, wir brauchen Punkte. 60 Sterne in Duellen. Das ist eine ganze Menge. Hier nochmal 30 Sterne in Mehrspieler kämpfen. Das heißt, richtig gute Angriffe wären nicht schlecht. Da machen wir einfach mal einen Angriff.
57.000. Nee. Mein Angriff ist viel zu teuer. Okay, das sieht schon besser aus. Der hat auch ziemlich viel Dunkles. Ich würde es mal versuchen. Doppelblitz darauf. Natürlich hat es nicht geklappt. Ach man. Egal, setzen wir die beiden Drachen. Und weg sind die beiden Luftabwehren. %. Ich glaube, ich habe meinen Gegner überschätzt, kann das sein? Unterschätzt, nicht überschätzt. So rum. Und da guckt schon ein Level 10 Barbarenkönig über die Mauer. Ich glaube, das wird nichts. Ich mache einfach mal die Luftabwehr daran schuld. Ja, okay, ich habe es kapiert, ich ziehe mich zurück. Der zittert ganz schön, warum auch immer. Vielleicht ein Bug. Ah, Level 8 Drache. Dankeschön. Kriegt gleich noch ein paar mehr Ballons. Drei Minuten, zwei Minuten. So lange können wir hier mal angreifen und danach auch den Loot ausgeben. Ernsthaft. Ach, komm schon. Ich habe fast das Rad ausgeholt, fast 50%. Wie können meine Angriffe nur so schlecht sein? Versuchen wir es mal so. Okay, einen Stern haben wir schon mal. Da ist der zweite Stern. Die Kanone hat wieder nur knapp überlebt. Aber hey, wir haben 50%, zwei Sterne. Und wir haben auch gewonnen. 360.000. Schade.
Luftbomben. Ist hier noch irgendwas mit verbessern? Nein. Wachpostenkracher. Ich glaube, wir machen den Kracher. Ja. Verbessern wir einfach den Kracher. Greif nochmal an. Wir brauchen 360.000 Elixier. Rathaus Feld. Zweiter Stern. Die Kanone kriege ich aber noch, ja. Und das Elixierlager auch. Ich warte das jetzt einfach ab, weil jedes bisschen an Prozenten bringt eine ganze Menge. Es kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Das ist auch fast kaputt gegangen. Aber nur fast. Sieg zum zweiten Mal. Jetzt aber. Großbombe, 300% Schaden. Die Truppen sind fertig. Gut, dann können wir ja hier nochmal angreifen. Diesmal hoffentlich positiv. Gewinnen halt. Ihr seht übrigens, die Wolken sind grau. Das kann man einstellen in den Einstellungen. Hm, 207.000. Nur ein Rathaus 7er, ein bisschen unterlevelt. Zumindest von den Mauern her. Ja, diesmal ist es kaputt gegangen. Ja, diesmal läuft es wesentlich besser. Der Bogenschützenturm ist alles, was jetzt noch uns irgendwas anhaben kann. Ich würde aber tatsächlich doch den Drachen setzen, weil wir nicht so viel Zeit haben. Da kommt der feuerrote Drache mit ebenso Feuer an den Augen und am Schwanz. Da holen wir uns das dunkle Elixier. Und jetzt geht's auf zum Rathaus. Ja, das Rathaus ist kaputt.
zweiter Stern ist auch da. Na komm. Da waren zwei Bomben. Ich glaube, die können unseren Barbarenkönig jetzt auch nicht mehr töten. Perfekt. 100%. Sternebonus gibt es auch noch dazu. Noch ein paar Punkte. Fast 1,25 Millionen geholt. Fragen wir nochmal Truppen an. Und dann würde ich sagen, greifen wir hier nochmal an. Schon sehr verlockend von hier anzugreifen. Hinter der Mauer ist garantiert eine Riesenbombe. Oder ein Tesla. Bogis hinterher. Die meiste Hütte ist direkt draufgegangen. Ah, da war die Megamine. Okay, es hat aber nur für den einen Stern gereicht. Hoffen wir mal, dass es reicht. Natürlich nicht. Wow, wir haben jetzt schon wieder 151 Juwelen. Das ist eine ganze Menge. Leider bin ich noch nicht auf Rathaus 8, sonst könnte ich hier beim Händler mir Sachen kaufen. Ja Leute, das war's mit der Folge. Wir haben massig Verbesserungen begonnen, hier und auch im Nachtdorf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.